Und, schmeckt's Ihnen? Oh, das ist sehr lecker. So eins habe ich noch nicht probiert. Friends, wir sind auf der Schildergasse in Köln und wir verteilen jetzt unser Drachenzungen-Wassereis an unsere Friends. Und sie müssen verschiedene Challenges machen. Uns ansprechen, die Flavor erraten. Ganz laut lutscht dein Ding hier auf der Schildergasse rum. Und dann können sie diese Packung Wassereis gewinnen. Also, seid gespannt. Challenge 1, sprich uns an. Und jetzt die ultimative Challenge. Der Erste, der mich hier anquatscht, bekommt diese Packung Drachenzungen-Wassereis. Mal gucken, wie lange es dauert. Ich mache nichts. 2 Stunden später. Kann man die einfach nehmen? Hallo, Caro, hier. So, hello und hello. Die Erste. Ja, sehr mutig, gut. Komm, jetzt hier, das sind deine. Drachenzungen. Okay. Dankeschön. Lass dir schmecken. Danke. Du hast gewonnen. Mir ging es einfach darum, wie lange es dauert, bis mich irgendwer anquatscht und das halt sieht. Das sind deine. Danke. Kennst du die Drachenzungen? Ja, ja. Ja, von wo kennst du die? Vom Rewe. Na, Rewe, wo sonst? Geil, lass dir schmecken. Danke. Und schön einfrieren, ne? Ja. Viel Spaß. Gerade letzte. Ey, das Wassereis, das ist nagelneu. Ja, das, ich suche das überall. Yes, und du hast es. Danke. Hey, yo, ich bin der Philipp. Ich grüße euch. Komm her. Tag. Wait a minute. Hey, wer seid ihr? Der Veronika. Die Veronika und? David. Der David. Ihr wollt probieren, oder? Ja. Findet ihr es mega? Ja. Habt ihr gefrorene Drachenzungen probiert? Ja. Und? Voll geil. Geil, Mann. Geil. Ja, ich habe damals auch den TikTok-Trend ja, gemacht. Genau. Weil es halt so, ja, okay, mega geil. Mega geil. Und ab heute ist, glaube ich, ja, auch... Profi! Okay, ich würde sagen, wir probieren es direkt. So, halt mal fest. Die Seite, das Schöne ist ja teilen. Zack. Und ich sag mal so, lutsch dein Ding. Los geht's. Du darfst sagen, was es ist. Die Kirsche. Profi. Mega geil. Hör mal. Ja. Ich bin auch regelmäßig bei euch im Werksverkauf. Ich komme auch aus Hürth. Und was sagt ihr? Mega? Ja. Lecker? Nice. Ja, ich mag dieses Saure. Und richtig nach Kirsche, oder? Ja. Ist mega, oder? Challenge 2. Errate den Geschmack. Okay, hier sind eure Varianten. 1, 2. Und ihr müsst erraten, welche Flavor das sind, okay? Hallo ihr beiden, wer seid ihr? Du bist die? Hallo, ich bin Nina. Nina und? Jenny. Jenny, sehr gut. Und die beiden haben den Trend natürlich auch mitgekommen mit den gefrorenen Drachenzunge. Boah! Nee, noch mal ein bisschen lutschen, noch ein bisschen saugen. Apfel. Ah, sehr gut! Ja, Orange, oder? Ja, also Pfirsich. Ja, sehr gut. Bei uns gibt es keine Orange bei den Drachenzungen. Und bei dir? Ja, da lutsch noch mal. Schwer, ne? Es ist nicht Waldmeister. Ja, Profi! So, was kann das? Kirsche, oder? Der Erdbeer hast du. Erdbeerkirsche ist auch gut. Was ist es? Du weißt es. Das ist Pfirsich. Ja! Hä? Ist gut, oder? Ist echt gut. Oh, ja, yes, ja, danke. Challenge 3, der lutscht schneller. Also ihr müsst komplett runter, ne? Ja. Okay, auf die Plätze. Fertig. Los, lutsch dein Ding. Und, also ich glaube, es sieht so aus, als ob ich einen klaren Gewinner habe. Jetzt kannst du es genießen. Ach, danke. Ich würde sagen, der Gewinner steht fest. Du hast es geschafft. Danke. Dein Wassereis von Hitchies, unser Drachenzungeneis. Friends, wir haben jetzt abgedreht. Unsere Straßenfrage zu unserem Wassereis, es war so crazy. Die Friends sind wirklich auf uns zugekommen. Wir standen da nur so, wir wurden förmlich ja umschwarmt und haben einfach nur unser Wassereis rausgegeben. Das war mega witzig. Jetzt will ich euch mal ein paar Sachen zu diesem Wassereis erzählen. Das Wassereis ist made in Germany. Ja, es ist auch ein deutsches Familienunternehmen, das Wassereis für uns herstellt, denn wir arbeiten mega gerne mit anderen Familienunternehmen zusammen, weil das ist halt total wichtig. Gemeinsam ist man immer stärker und so schafft man auch den Speed. Wir hatten die Idee und dann von 8 Wochen von der Idee bis zu diesem fertigen Produkt. Ja, und das schafft man nur, wenn man zusammenhält und so haben wir gemeinsam mit diesem anderen Familienunternehmen dieses Eis produziert und gemeinsam kreiert. Es ist natürlich entstanden aus der Idee von dem TikTok-Trend der gefrorenen Drachenzungen. Da haben wir gesagt, ey, im Sommer brauchen wir was noch Erfrischendes als Drachenzungen, weil ihr wisst ja selber, wenn ihr die ein bisschen länger draußen habt, werden die dann so ein bisschen wabbelig, beziehungsweise die muss ganz schnell ganz viele essen. Und das ist ja perfekt, weil das ist tiefgekühlt, das ist richtig schön kalt und ja, Wassereis und einfach mega erfrischend. Und so kam die Idee und ich sage ja immer, Erfolg hat 6 Buchstaben. Machen und so haben wir einfach gemacht. Und jetzt gibt es dieses Wassereis bei uns
im Onlineshop auf hitschis.de und im Handel hier und da verfügbar. Aber im Onlineshop gibt es es immer. Also, jetzt lutscht dein Ding, ganz viel Spaß und ich bin gespannt, was ihr sagt. Tschüss!